Herzlich willkommen heute zum zweiten Teil der 12-teiligen Serie Die 12 größten Fehler beim Businessplan. Der zweite große Fehler, der häufig gemacht wird von Autoren von Businessplänen, ist es, dass der Gesamtkapitalbedarf fehlt, also nicht errechnet wurde oder nur unvollständig. Was bedeutet das genau? Schauen wir uns einfach mal ein Schiff an, einen Kapitän an, der in Hamburg ablegt und scheinbar volltankt mit Treibstoff und Lebensmittel bunkert und auch Wasser lädt. Und da fährt er los und auf der Hälfte der Strecke ist alles leer. Nun, es ist unwahrscheinlich, dass er das überleben wird, weil er zu schlecht geplant hat. Und genau das Gleiche wissen auch Investoren, wissen Banker, aber selbst das Arbeitsamt überprüft, ob der Unternehmer überhaupt ausreichend Mittel eingeplant hat, um sein Ziel zu erreichen. Und die Ziele, die sind ganz unterschiedlich. Wenn du beispielsweise deinen Businessplan erstellst für die Agentur für Arbeit, dann musst du nachweisen, dass du innerhalb einer Zeitspanne davon auch leben kannst und dass du diese Zeitspanne, bis du davon leben kannst, auch überleben wirst. Das bedeutet also, auch hier im kleinen Rahmen brauchst du einen Gesamtkapitalbedarf, der deine Investitionen und die Anlaufkosten tatsächlich kompensiert, bis die Überschüsse das Unternehmen tragen und deine Unternehmerlohnkosten. Wenn du allerdings ein größeres Unternehmen aufbauen willst, wo du vielleicht Provision, Kaution, laufende Kosten wie Miete oder Personalkosten hast und ein Warenlager vorfinanzieren willst, Investitionen hast und andere Betriebsmittelbedarfe, dann wird die Summe des Gesamtkapitalbedarfs deutlich größer. Und diese Summe variiert dann natürlich von deiner Umsatzplanung, denn deine Umsatzplanung entscheidet ja, wann du tatsächlich die Gewinnschwelle durchschreitest. Und von der Gründung bis zur Durchschreitung der Gewinnschwelle wirst du Verluste machen. Und diese Hochlaufphase gilt natürlich plausibel zu berechnen in Abhängigkeit deines Standorts, deines Netzwerks und deiner eingeplanten Marketingkosten. Das heißt, wenn du eine schnelle Umsatzplanung, also einen schnell hochlaufenden Umsatzplan hast, brauchst du wiederum mehr Marketingkosten. Dann dürfen die wiederum vorfinanziert werden. Wenn du allerdings weniger Marketingkosten einplanst, dann wird deine Umsatzhochlaufphase eher langsam ansteigend abgebildet werden. So oder so brauchst du also Mittel, brauchst du Gelder, die allesamt einfließen in den Gesamtkapitalbedarf. Erst wenn der Gesamtkapitalbedarf vollständig abgebildet ist und wenn er richtig quotal aufgegliedert ist, sprich also unterteilt ist in Investitionen ab 1000 Euro beispielsweise und in Betriebsmittel, erst dann ist es überhaupt möglich, die richtige Finanzierung auszuwählen. Denn häufig ist es so, dass Limitationen in die Förderprogramme eingesetzt sind, so wie zum Beispiel beim KfW Startgeld, wo du maximal 50.000 Euro Betriebsmittel finanzieren kannst. Der Rest oder mehr müssen Investitionen sein. Wie du also siehst, macht es überhaupt gar keinen Sinn, deinen Businessplan irgendwo abzugeben oder einzureichen, wenn der Gesamtkapitalbedarf nicht logisch und vollständig und passend tatsächlich abgebildet ist. Wenn du also Unterstützung brauchst bei der Ermittlung deines Gesamtkapitalbedarfs, dann lade ich dich gerne ein zu einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere Finanz- und Unternehmensberater sind darauf spezialisiert, plausible Finanzpläne zu erstellen, die auch den Gesamtkapitalbedarf korrekt ermittelt haben. Ansonsten geht es für dich an nächster Stelle weiter zum dritten Teil in der Serie Die 12 größten Fehler bei der Erstellung des Businessplans.